Freitag, der 19. Frühling im zweiten Jahr. So, Ginger ist heute das allererste Mal vor mir aufgestanden. Das ist immer so die Langschläferin. Schläft meistens immer gern so 10 Minuten länger als ich. Okay. Machen wir erstmal wieder die Stelle, ne? Bauen? Nein. Jetzt kurz fragen, kalendermäßig. Also, das fängt um 10 an, geht bis 14 Uhr und Antoine ist von 14 bis 16 Uhr. Direkt danach. Ein bisschen streichen, das war er ja verdient, ne? Gute Dienste bisher geleistet. So, wir werden heute das Goldkettchen verkaufen. Das letzte Bronzeschwert werden wir Django noch geben. Aber wie viele Bücher brauche ich jetzt für das nächste Upgrade? 6, ne? Ich glaube, es waren 6. Aber gehen wir ruhig nochmal nachgucken. Dann bin ich auch am Überlegen, ob wir nicht noch 2 Mixer mehr machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Mixer hier mit in der Fabrik ziemlich lahmarschig ist. Und deswegen lass uns doch einfach mal 2 mehr herstellen und dann können wir dann auch doppelt so schnell wieder produzieren. Stimmt ja. Day of the Bright Sun. Schenken. Boy, do you know how to go all out on a holiday? Many thanks, friend. Stimmt, heute kriegen wir ja doppelt Punkte, ne? Ein Rezept für mich, irgendwas mit Chili Pfeffer. Goldlachs 2 und Chili Pfeffer 1. Mhm. Komisch, dass die Sachen denn sich wieder nicht eintragen, wa? In meinem Buch. Hey, wo ist Ursula? Ursula ist da hinten. Oh, wieder CDs. Director, I am sorry. The robot incident was not your fault. I'm the one who sabotaged it. Why did you do that, Lee? I was scared it would harm us. But in the end, I'm the one who caused all this damage to the town. Lee,
I won't tell anyone about this on one condition. What is it? Let me complete the robot this time. Wie viele CDs habe ich noch? Eine? Vier. Ja. Ja, ich nehme einfach alles mit, ne? Weil es ja keiner da. Und meine letzten Fische hier. Bin ich selber wieder blank. Das war's. Alle Fische weg. So, will ich daran teilnehmen? Ich meine, da kommen ja eben so irgendwelche Velo-Geschenke raus. Zwei für drei Gummiriemen und was ist das? Oh, 360. Nehme ich natürlich den. Zwei Wasserlager. Ich glaube, ich gehe lieber in die Höhle und sammle noch mal ein paar CDs oder so. Oh, ist gerade fertig geworden. Wasserlager. Wassertank. Wasserlager. Zwei Stück. Ich glaube, ich lieber ein paar CDs sammeln, anstatt irgendwelche Geschenke einzusammeln, die da von dem Zeppelin runterfallen. Irgendwie ein bisschen mehr Sinn drin. Mal nach vorne, was soll denn mit? Eigentlich irgendwelche Vorkommen, wo man eine höhere Chance hat auf eine Datendisk.
Weißt du das zufällig? Noch? Weil du spielst das Spiel ja nicht mehr. Weiß nicht warum, aber ich hatte immer eher das Gefühl, dass in den Start-Dungeons, weißt du, dass man da irgendwie gefühlt immer mehr rausbekommen hat. Dadurch, dass da Ebo-Billo-Zeug drin ist. Zwei Stunden bespielen. Müssen wir ja ein bisschen Eisen einsammeln. Not enough magic energy. Ja, okay. Erstmal wieder raus. Machen wir erstmal ein Tour. Kauft sowas nicht, ne? Oh, zwei Wasserlager. Zwei Bücher, würde ich sagen, erstmal. Was war Antoine noch so Schönes macht. Wir kommen noch rechtzeitig hin. Zwei Minuten haben wir noch. Zwei davon.
Und 5 davon, weil von denen kann man anscheinend nicht genug haben. Und dann gucken wir erstmal, ob wir da unsere Fabrik noch weiter aufbauen können nach diesen 6 Büchern. Have been completed. Good. I'll have someone check them out right away. The mayor's office will compensate you for your work. In the meantime, we have an issue with the tree farm ruins. We've been diving that ruin for the first key this entire time, blasting away at some of the doors and finding shortcuts through other passages. But the core area is protected by an impenetrable blast gate. I need you to take a look and come up with a solution. Okay, ich werde einen Blick darauf werfen. Tan is guarding the entrance to prevent the knight from getting in. He'll guide you inside. I'd suggest you equip yourself. It's still very dangerous in there. Na sicher. Think Peach Wuwa did get hurt when drifting out to sea. It'll be easy for me to explain to Walnut Grove, but that was way too dangerous. Ah, thank you so much for helping me with the routes. I was planning to build them for the city soon anyway, so this is working out. How's the work with the recovery team? They're a little bit rough around the edges, if you ask me, and the captain doesn't tell me much. Man kommt Mali nur zurück. Ah, sie ist sehr herrisch. Oh, I know. I tried to get more information about her through Atara, since I haven't heard of her before. But the only reply I got was that she's one of their top soldiers. So get along with her. Jacke des Abenteurers. Mhm. 50 Ausdauer. Cool. Cool, neues Outfit. Sehr nice. Und Gale, es ist wirklich traurig, wenn du am Tag der strahlenden Sonne kein Geschenk bekommst, nicht wahr? Aber keine Sorge, ich kümmere mich schon darum, hier hast du ein Geschenk. Schönen Tag noch. Saft, billige Limo und eine Kürbistorte. Och, das macht nichts. Bin es gewöhnt, keine Geschenke zu bekommen. Warte mal. Klamotten? Haben wir hier irgendwo eine Klamottenkiste? Haben wir eine Klamottenkiste? Dann würde ich die Militärsachen jetzt erstmal reinpacken. Aber die brauchen wir dann erstmal nicht mehr. Wieso habe ich 2 Staubsauger? Kann ich nicht einen ins Museum schaffen? Vielleicht. Oh, das ist zum Kämpfen. Aktionspunkte.
So, wo haben wir denn die Waffen? Da sind die Waffen. So. Hier haben wir noch einen Glücksbeutel. Sind da nicht Relikte oder sowas drin? Blonde Puppe. Kinderpuppen. Ach ja, stimmt ja. Aber das kann ich jetzt meiner Ginger nicht geben, ne? Das sollen wir ja adoptieren. Darling. Beschenken? Doch, kann ich machen. Kinderpuppe. Eine Figur von Kindern, die die Fruchtbarkeitssegen sein soll, erhöht die Chance darauf, dass der Ehepartner schwanger wird. Eine Kinderpuppe? Ich verstehe. Also komm, lass mal gucken gegen Baby, ne? Gestern hat es vorgeschlagen, heute gucken wir mal. Adoptionsantrag einreichen. Antrag erfolgreich. Oh, das war leicht. Drinne Schrott. Ah ja. Alte Teile. Das war ja leicht. Mensch, dann wären wir ja bald schwanger. Was kommen denn die ganzen anderen Sachen rein? Oh, wollen wir was Neues bauen? Wir können was Neues bauen. Soldat mit Klinge, let's go. Wie viele Computerchips haben wir? 15. Jetzt können wir ein bisschen was anfangen. Character. Ihr habt einen Skillpunkt. Hätte ich gesagt, sobald du 5 Skillpunkte hast, kannst du hier weiter runter skillen? Ach doch, da. Ich muss mal überlegen, ob ich nicht mal. Nochmal neue Skille. Aber bisher habe ich jetzt noch keinen Anlass dazu. So, wir haben noch einen Staubsauger, den könnte ich versuchen abzugeben. Dann haben wir noch die 6 Bücher, die ich eigentlich auch noch abgeben wollte. Dann brauchen wir nochmal 3 Stück. Ja, das scheint eigentlich komplett weiterzugeben, aber. Kann man wohl immer Bücher kaufen ohne Ende. So 3 Bücher, das heißt, wir brauchen auch wieder neue CDs.
Oh, Builder, you're finally here. I've been waiting forever. Are you ready to head inside? Ja, gehen wir. Let's go. So. Machen wir uns noch ein paar Widerstände rein. Warum denn nicht, ne? See this? We blasted through here. Hier haben wir uns durchgesprengt. Aha. Ihr habt dieses Chaos verursacht. Klar. We can't go here. It won't open. We found another passage a little ways that away. Ist dann der Teller hat zwei Katanas? Wir sehen. Wer ist er denn? Hank! Hank, was machst du denn hier? Ich dachte, wir sind auf derselben Seite. Alles platt gemacht. Geht doch mal aus dem Weg. Schönes Medikit benutzt. War aber okay. Ja, mach ruhig weiter. Wie ist denn so der Schaden von ihm? 300 jeweils? Ah ja, okay. Tot. Alle tot. Das hat doch nie schon mehr kaputt gemacht, hm? Aha, we're here. So, this gate won't open at all. We used all the blast packs we could carry and still nada. There's a door leading to the power room over there. At least that's what we think it is anyway. Maybe if you can get this puppy powered up, we can get in?
Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, ne? Kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Frank, bleib doch mal stehen, Mensch. Hier ist Rumgewusel. Erste Hilfen gekasten. Der war, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht, war ja. 300 KP ist schon recht ordentlich. Those machines seem to be generators, and it seems like they're still in working order. What about this gadget here? It looks bonked. Maybe... I think it's a transformer. I'm going to take it and have Petra take a look. Hm. Okay. Kaputter Transformator. Und da muss man ganz vorsichtig sein. Wir stehen ja immer noch alle hier rum. Gruppenfoto! Now is this a gift for me? I'm just kidding. What's up? Find all source yet? I found this at one of the locations. It's preventing us from getting to the key. I think it's a broken transformer. You sure? It looks so small for a generator transformer. All right, I never say no to relics. I'll take a look and get back to you. Hi, I love the day of the break. Bye. Die Russo-Familie. Fehlt da noch jemand? Da fehlt da noch jemand. Ich finde, der braucht wieder ewig, ne? Scheiß Reitvieh, ne? Bleib doch mal stehen, ey, du nervst. Und wir sind noch auf Nachricht warten, also wahrscheinlich bis zum nächsten Tag. Das heißt, wir können wieder CDs sammeln gehen. Juhu! Wie viele CDs ich habe.
31. Ja, ein bisschen Eisen können wir trotzdem mal gebrauchen, oder? Was meinst du, wie lange brauche ich noch? Du weißt ja ungefähr, wie weit ich bin, oder? Und so prozentualmäßig von den Quests her? Was glaubst du? 70%, 80% von den Quests? Und so lange her, wa? Weißt du nicht mehr, was danach kommt jetzt nur noch? Immer weniger Landschaftsdaten, Chips, Dinge, sondern eher das andere Zeug. CDs, gib mir mal mehr CDs. Thank you.
Schon wieder. So kacke war der mit mir wirklich. So, wie viele Stellen brauchen wir denn überhaupt nicht? Super viel, oder brauchen wir nicht? Genauso wie bei Sand, müsste ich halt Glas herstellen. Eisen könnten wir behalten, das ist okay. Holz. Hartholz. Wie wir aber auch davon haben, wa? Da kann ich da bestimmt was machen. Das ist wie Hartholzplatten. Na, machen wir mal, wa? Fortgeschrittene Textilmaschine, das ist doch die letzte, oder? Aber dann kann nämlich die Kleine hier hinten weg. Den Textil. Hier, die Kleinen gibt 6
Textilpunkte. Die große gibt den Textilpunkte. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir auch noch so einen Allesschleifer mit dazu. Nur warten, bis der fertig ist hier, ne? Alles Schleife. Industrielle Nähmaschine. Oh. Bin ich sogar noch besser? Andi. Alle Schneide. Machen wir jetzt mal den. Alle Schleifer. Was ist jetzt hier? Alles Schleifer. Alles Schleifer. Brauche ich eine Schleifmaschine und ein industrieller Ofen. Schleifmaschine. Neu. Nein, nicht wirklich, weil die Kochrezepte hatte ich nämlich schon alle 1 bis 6. Wir können zwar keine Schleifmaschine machen, aber wir können vielleicht einen industriellen Ofen machen. Ja, den können wir machen. Let's do this. Muss ich die draußen trotzdem aufheben? Ja. Junge, 20 Punkte. Ah ja. Funktioniert das? Polieren?